Ich habe vor einer guten halben Stunde die Mitglieder des Landesparteivorstandes informiert, was ich Ihnen nun sagen möchte. Viele von Ihnen wissen, dass ich mittlerweile im 71. Lebensjahr bin, wissen, dass ich mehr als 51 Jahre, fast 52 Jahre in der Politik tätig bin und dass ich 22 Jahre Mitglied der Steirischen Landesregierung bin. Es war und es ist mein Ziel, eine geordnete Amtsübergabe vorzunehmen. Das habe ich eigentlich immer im Kopf gehabt, denn zu oft erfolgten in der Steiermark nach 1945, auf der Bundesebene sowieso, Rücktritte, überfallsartig, weil man Wahlen verloren hat oder innerparteilich unter Druck geraten ist. Josef Greiner, der Vater, ist aus dem Amt gestorben. Und es war immer mein Ziel, die Position des Landeshauptmanns zu erobern. Es war 2015 soweit und wir wurden durch die Wählerinnen und Wähler, was ja das Wichtigste ist, 2019 eindrucksvoll bestätigt. Sättigungsquote bis zur weit geringeren Arbeitslosigkeit als im Bundesschnitt. Wir haben dennoch im Lande konsequent für die Steiermark gearbeitet und wir haben viel weitergebracht. Dafür bin ich allen dankbar, vor allem unserem Regierungspartner mit dem Toni Lang an der Spitze, aber auch allen im Landtag Vertretern an Parteien bin ich zu großem Dank verpflichtet. Wir haben oft unterschiedliche Meinungen gehabt, aber ich habe das, was ich von anderen verlange, immer selbst gemacht. Den Dialog. Wir haben die Parteien des Landtags etwa in der Pandemie immer wieder geholt und informiert, auch jetzt in der Frage dieses fürchterlichen Krieges in der Ukraine. Wie bisher brauchen wir aber natürlich auch für die Zukunft viel Kraft, viel Energie und Schwung. Und die Steiermark braucht sie doppelt, weil unsere Ansprüche, die wir an uns selber stellen, und Ziele höher sind als anderswo. Das hat auch mit einer sehr konsequenten Grundsatzarbeit zu tun, die das Land und auch meine Gemeinschaft macht. Deshalb wünsche ich mir und wünsche ich unserer Heimat, dem Land Steiermark, den Richtigen für diese Zeit, die auf uns zukommt. Ich habe mich daher entschieden, Anfang Juli dieses Jahres als Landeshauptmann zurückzutreten und Landesrat Christopher Drechsler als meinen Nachfolger vorzuschlagen. Das habe ich im Sinne der schon erwähnten geordneten Amtsübergabe, so etwas gibt es ja sehr selten mittlerweile in den Ländern und in der Republik, lange überlegt und vorbereitet. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Dieser Schritt erfolgt einerseits schweren Herzens, weil ich mit Leib und Seele Landeshauptmann war und bin, aber andererseits mit gutem Gewissen, weil wir mit Christopher Drechsler einen Nachfolger haben, wie er besser nicht sein kann. Mit der Kraft und der Energie eines 50-Jährigen und gleichzeitig mit 30 Jahren Erfahrung in der Politik, vor allem Erfahrung in der Landespolitik. Er ist auf vielen Ebenen ja mein Nachfolger geworden. Ein Neuer an der Spitze, aber alles andere als ein Neuling. Ich wünsche dem Land, der geliebten Heimat, alles Gute. Ich wüsste ehrlich gesagt keinen anderen in Österreich, Christopher ist es,
der in einer Zeit wie jetzt für die Herausforderungen an einen neuen Landeshauptmann besser geeignet wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Politik war mein Beruf, aber auch wenn ich jetzt als Landeshauptmann aufhöre, die Steiermark bleibt mein Leben. Glück auf für alle Tage.